Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palworld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's natürlich am Samurai-Boss an der Sphäre des Schwertmeisters, wo wir letzte Folge nicht reingekommen sind. Das, ihr Lieben, muss aber auf jeden Fall ein Bug gewesen sein, denn normalerweise ist es schon so, dass jeder Boss und jede Arena für sich alleine steht und auch einen eigenen Timer hat. Vielen Dank für die Infos, die davon dazu reingekommen sind, ihr Lieben. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt endlich rein und holen uns den, hoffentlich den Samurai-Boss. Level 23 sollten wir aber eigentlich schaffen. Wir sind ja schon ein bisschen drüber vom Level auch hier. Aber wir haben ja gesehen, dass die Tierchen und die Parts in den Dungeons um einiges stärker sind. Oh, sieht der cool aus. Sieht der gut aus, Leute. Oh, eieiei. Okay. Hat schon mal gleich einen mitgegeben. Ganzes Schild runtergeschlagen. Okay, jetzt kommt wieder die Frage, wie oft wir überhaupt schaffen, nachzuladen. Ja, die ersten zwei Mal hat schon nicht geklappt. Der sieht ja mal so cool aus. Ich glaube, es kommt dann wieder angesprungen. Oh, weg, 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 weg. Haben wir geschafft, nachzuladen? Ja. 130 Schaden geht. Wir könnten ja mal... Hier, schmeiß mal den raus. Komm, greif... greif an. Ja. Schnapp dir den, dann konzentriert sich das Vieh auch nicht so auf uns. Und wir können in Ruhe nachladen. Sieht der super aus. Sehr, sehr cool. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Megasphären dabei und auch ein paar von den Gigasphären. Sollte also ganz gut klappen, dass wir den auf jeden Fall gefangen bekommen. Sieht unser eigenes Vieh nicht ganz an dem Weg. Wie viel Leben interagiert das noch? Sieht gut aus. Okay, ausweichen. Au, 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 au. Okay, der ist übel. Lebensenergie noch. Wir packen unser Viech ein. Nachgeladen ist. Ausweichen. Schießen. Okay, wir nehmen die Armbrust. Und ich glaube, wir nehmen für den auch gleich einen... Wow, Gigaball. 155 Lebensenergie noch. Ein, zweimal schießen wir noch, würde ich sagen. Riskieren wir den schon zu fangen. So viel Lebensenergie hat er gar nicht, wie ich jetzt gedacht habe. So, okay, zack, drauf. Komm schon, komm schon. Das ist ein Gigaball. Nehmen wir erstmal ein paar Bärchen gefuttert. Ja, Leute, wir haben den Samurai-Boss. Den gucken wir uns gleich an. Paldex, den will ich gleich sehen. Wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da! Feuer. Werden nach ihrem Tod zu Schwertern für die nächste Generation. Wenn jemand außer einem Bushi ein solches Schwert trägt, wird er von den Stimmen der Toten darin in den Wahnsinn getrieben. Hört sich cool an. So, was kann er denn? Feuererzeugung Level 2, Handwerk Level 1, Holzfällen Level 3, Transport Level 2 und Sammeln Level 1. Gar nicht schlecht. Eigenschaften können wir jetzt nicht sehen. Ne, da müssen wir erst unsere Palbox gucken. Sehr cool, Leute. Wir haben ihn bekommen. Super. Ich freue mich. Alles klar. Okay, dann können wir schon wieder raus hier, ne? Ging schneller als gedacht jetzt. Hatte, wie gesagt, auch weniger Lebensenergie, als ich erwartet hätte. Alles klar, wie cool. So, und jetzt haben wir hier den Timer. Und der gilt jetzt hoffentlich nur für diese Arena und nicht noch für andere. Laden wir gleich alles wieder nach. Denn ich würde gerne noch ein bisschen die Karte erkunden und vielleicht sogar noch einen zweiten Bosskampf riskieren. So wie letzte Folge auch schon geplant war. Denn hier unten waren wir noch gar nicht in der Richtung. Wir haben uns hier oben so ein bisschen umgeschaut schon. Aber hier unten in der Ecke waren wir noch gar nicht unterwegs. Und da ist auch schon noch so eine Arena. Univolt. Und hier haben wir noch einen. Es gibt echt viele von denen. Map-Bossen. Finde ich super cool. Und ich würde sagen, wir gucken uns dann mal in der Richtung so ein bisschen um. Und vielleicht riskieren wir ja gleich noch einen zweiten Arena-Kampf, wenn wir schon mal gerade so ganz gut dabei sind. Komm mal her. Zack. Einmal rauf. Sphären erstmal nochmal wechseln. Und rüber. Weil hier waren wir noch gar nicht unterwegs im Nadelwald. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Ich bin überhaupt auf die ganzen anderen Biome noch gespannt. Wir haben uns jetzt ja wirklich nur Wald gesehen. Laubwald oder Nadelwald. Es gibt ja aber auch noch die Wüste wohl. Es gibt noch ein Eisbiom. Es gibt wohl ein Lavabiom. Absolut cool. So, dann lass mal gucken, ob der hier auf der... Ach, das ist wieder einer, der auf der Karte rumläuft. Okay, dann riskieren wir den auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Eine Lifmark-Statue nehmen wir auch gleich nochmal mit. Sieht das wie cool aus. Ein Blitzeinhorn. Gefällt mir. Versuchen wir, versuchen wir. Halt, nicht jetzt schon. Oh, wie cool. Ich wusste gar nicht, dass er so einen Flammenwerferangriff hat, unser Vögelchen. So, dich nehmen wir auf jeden Fall auch mit, wenn wir denn rankommen. Na, vielleicht müssen wir absteigen. Dann kommen wir ja, klettern wir da so rauf. Da könnten wir mittlerweile auch schon wieder genug zusammen haben von den Liftmann-Statuen, um nochmal ein... unser Fanggeschick nochmal zu steigern. So. Ja, komm, wir riskieren es mal. Ei, nur 28 Schaden. Das war ein Kopfschuss mit unserer Muskete. Und die hat nur 28 Schaden gemacht. Okay, das, unser Feuervieh macht auch kaum was. Okay, das war mal ein bisschen mehr. 62. Wieso greifst du nicht
Ist das riesig? Wieso greift denn nicht unseren Vogel an? Wieso ist der so auf uns fixiert? Kannst du mal bitte den Vogel angreifen? Okay, viel Schaden macht unser Feuervieh auf jeden Fall nicht gegen das Blitzvieh. Wow. Nimmt aber auch nicht so. Oh, was ist das denn? Hat er gerade einen Laserpointer auf uns gerichtet? Ist das Vieh cool. Extrem riesig auf jeden Fall auch. Schafft es einfach nicht nachzuladen. Die Viecher greifen immer genau in dem Rhythmus an, dass man es nicht schafft, die Muskete nachzuladen. Oh, und wenn, dann schießt man noch daneben. Perfekt. Besser geht's nicht. Oh, oh. Da ist wieder Laserpointer. Wie cool. Was für ein cooler Schuss. Ups. Komm, wir hetzen mal ein anderes Vieh drauf. Wasservieh ist, glaube ich, auch nicht so gut. Komm mal hier, so ein Schattenvieh nochmal. Greif ihn an. Macht er. Macht aber auch nicht so wirklich viel Schaden. Hallo? Bleibst du auf Abstand? Nee, der brutzelt unser... Oh, jetzt gibt's noch ein bisschen. Bisschen Schaden, aber der brutzelt unser Vieh auch ziemlich gut durch. Ich schieße euch wieder daneben. Packen wir den auch gleich wieder ein. Packen wir mal nochmal ein Feuervieh raus. Angriff! Sehr schön. Läuft doch aber ganz gut. Läuft doch aber ganz gut. Dö. Monat aber noch. Den kriegen wir aber, Leute. Den kriegen wir. Das kriegen wir hin. Das sieht gut aus. Den schaffen wir. Ah, und wieder vorbei. Mist. So. Unser Viech sieht noch ganz gut aus. Der hält noch was aus. Gibt's doch gar nicht. Wieder vorbei. Das war genau auf dem Kopf. Wenn ich nehme, dann noch ein bisschen die Armbrust. Sehr schön, der hat wieder gesessen. Unser Vieh ist gleich tot, komm her. Pack mal den nochmal kurz raus. Ja, den kriegen wir aber, Leute. Den kriegen wir. Wir nehmen erstmal die Megasphären. Ach, wir haben noch nicht nachgeladen. Komm, lad nach. Gibt's nicht. Gibt's nicht! Das Vieh dreht sich immer genau in dem Moment weg. Okay, Wechsel auf die Armbrust. Nachladen. Viech einpacken. Laden die Armbrust nach. Geht wenigstens etwas schneller. Macht gar keinen Schaden. Okay. Autsch! Okay, 10 Schaden. Wenigstens ein bisschen was. Kopf haben wir aber gar keinen gemacht, ne? Ach, wieder vorbei. Sieht aber noch gut aus. Unser Schild ist zwar runter, aber Lebensenergie ist noch voll. 111 hat er noch. Dö. Autsch. Dö. Gehst du weg? Oh, nee. Da hatte ich genau da einen Steinhaufen im Weg liegen. Weg. Oh, das ist neu. Den hat er eben noch nicht gemacht. Neuer Angriff noch dazu. Bombs. Lad nach. Ah! Oh, oh. Das sieht ungesund aus für uns. Komm, Sphäre drauf. Da werden wir mehrere brauchen. Das wird noch nicht reichen. Nee. Gleich nochmal eine drauf. Bevor das Vieh nochmal angreift. Wenn ich nochmal schießen, dann eine Sphäre drauf. Weg. Hat sich unser Schild schon wieder aufgeladen? Nee, hat er nicht. Okay, wenn er uns noch einmal trifft, sind wir weg. Wir haben ihn, Leute. Erster Boss-Sieg. Antiktechnologie-Punkte wurden einst als Gesandte des Donnergottes angesehen und deshalb nicht gejagt. Nachdem jemand Zeuge wurde, wie eines vom Blitz getötet worden ist, schwand der Aberglaube, sie wurden doch gejagt, so ungefähr. Wie cool, Univolt. Super, Leute. Zwei neue Bossviecher mal eben kurz nacheinander. Läuft. Jetzt müssen wir nur noch unsere Energie... Und wir haben auch gleich nochmal ein Level-Up. Unsere Energie noch ein bisschen erholen. Das sieht auch schon wieder gut aus. Komm, wir geben uns auch nochmal ein bisschen was auf Leben. Zack. Alles klar. Sehr schön. Vögelchen wieder... Halt. Vögelchen wieder raus. Und wir... fliegen mal ein bisschen in die... Ist das die richtige Richtung?
Ja, in die Richtung, weil da wird irgendwo nochmal ein Teleporter angezeigt, der hat eine Schnellreise. Dass wir schon mal in die Richtung fliegen, können wir uns den nächsten Schnellreisepunkt holen und gucken, was wir auf dem Weg noch Schönes entdecken. Vielleicht noch ein paar gute Paleier, ein paar Schatzkisten und auf jeden Fall vielleicht auch noch ein paar neue Pals, die hier rumschleichen. Was haben wir da? Das sind nur Gumos, die kennen wir schon. Da hinten haben wir Kativas, die kennen wir auch schon. Ich hoffe, hier sind auch noch ein paar neue unterwegs, die wir noch nicht kennen. Was blinkt da unten? Da ist nur ein bisschen Palladium. Okay, lassen wir liegen. Da haben wir die Krimis. Wir fliegen auf jeden Fall auch mal in Richtung... Ist das, haben wir die Schnellreise schon? Nee, haben wir noch nicht. Hier muss irgendwo ein Schnellreisepunkt sein, den wir noch nicht haben. Den holen wir uns gleich mal. Da oben ist er doch. Oh, nochmal, da waren wir noch nicht. Ne? Das ist nochmal eine andere Ruine. Die gucken wir uns auch gleich an. Da ist mit Sicherheit eine Schatzkiste zu holen. Und vielleicht auch so eine... Obwohl, ja, doch, so eine Statue könnte auch da sein. Können wir mal gucken. Vielleicht haben wir ja genug Liffmann-Statuen, um noch einmal unser Fanggeschick schon gleich zu steigern. So, komm mal rauf hier. Zack. Einmal hier runter. Schnellreise geholt. Sehr schön. Und dann gucken wir hier auf jeden Fall natürlich einmal rein. Hopp. Ja, da ist auf jeden Fall so eine Statue drin. Wir können mal gucken. Vielleicht können wir unser Fanggeschick auch nochmal steigern. Schatzkiste gibt's auch. Was wollen wir mehr? So, einmal hier ran. Was gibt's Schönes? Bisschen Gold, paar Pfeile und ein Schlüssel. Und dann lassen wir mal kurz gucken. Vielleicht haben wir ja schon wieder genug zusammen. Wir haben einige schon wieder gesammelt. Nee, genau eine fehlt noch. Da können wir nochmal unser Fanggeschick erhöhen. Okay, aber die könnte ja vielleicht sogar hier irgendwo in der Nähe sein. Mit ein bisschen Glück. Da haben wir nochmal eine Kiste. Da drüben haben wir nochmal ein Feuerei, Leute. Das holen wir uns auch gleich. Ich hoffe, wir finden nochmal ein paar öfter welche von den Jumbo-Eiern. Und es gibt wohl noch bessere Eier als Jumbo-Eier. Die sind aber wohl super selten, habt ihr geschrieben. Aber vielleicht haben wir da auch mal irgendwann Glück und finden noch ein besseres. Das sieht auf jeden Fall, das sah auf den ersten Blick aus wie ein Jumbo-Ei, doch nur ein normales. Schade eigentlich. So, nee, hier waren wir schon. Mal lass uns mal in die Richtung weiterfliegen, wo wir noch gar nicht waren. Ich will ein bisschen was Neues sehen von der Karte. Und vor allem will ich neue Pals entdecken. Und nicht nur neue Bosse, sondern auch neue normale Pals, die auf der Karte rumlaufen. Mal sehen, was es noch alles Schönes gibt. Vor allem, ich bin auch so begeistert davon, wie riesig diese Karte ist. Da ist auf jeden Fall einiges zu entdecken. So. Zap. Oh, das sieht auch richtig interessant aus. Sollten auf jeden Fall. Lass mal runter. Komm, Abflug. Was ist nur ein Palladium? Was ist das? Das ist nur ein Palladium-Bruchstück. Aber da vorne ist nochmal eine Liffmann-Statue am Wasser. Wenn wir uns die holen, können wir gleich unser Fanggeschick nochmal steigern. Fliegen wir kurz zurück und steigern gleich unser Fanggeschick da oben. Da ist, glaube ich, war sogar nochmal eine näher dran. Nehmen wir sie gleich beide mit, natürlich. Komm. Nö. Komm her. Du kommst mit. Und die da oben holen wir uns dann auch noch. Und dann gehen wir gleich das Fanggeschick nochmal steigern, bevor wir hier weiter gucken. Komisch, dass hier nirgendwo... Ne, sind alles nur Pals, die wir kennen. Ne? Dass hier gar keine neuen Pals rumlaufen. Das eine Mal, das neue Gebiet rüber sind, waren lauter neue Pals da. Laut ist ein Wasserei, das nehmen wir auch gleich mit. Deswegen macht es auch einfach so viel Spaß, in dem Spiel mal ein bisschen rumzufliegen, weil es wirklich überall was zu sammeln und was zu holen gibt. Schatzkisten, Paleier, Liffmann-Statuen und hoffentlich dann, wie gesagt, gleich noch ein paar neue, unbekannte Pals. Das wäre natürlich richtig schön. Zap. Und ich finde diesen Vogel hier auch richtig schön. Viel besser als den Nightwing. Gefällt er mir. Viel, viel besser. Kommt mir schneller vor und hat auch die stärkeren Angriffe, würde ich sagen. Wobei es kommt ein bisschen darauf an, welcher Pal gegen welchen man kämpfen lässt. Von den Fähigkeiten. Er ist ja so ein bisschen so ein Steinschere-Papier-Prinzip. Dass sie sich gegenseitig eben entweder, dass es ordentlich Schaden macht oder dass sie sich gegenseitig aufheben. Und dass man kaum Schaden macht. So, komm mal her. Wir können noch einmal unser Fanggeschick erhöhen. Machen wir sofort. Ja. So, beim nächsten Mal brauchen wir jetzt schon 15. Okay. Aber wir haben Fanggeschick schon mal auf Stufe 4 erhöht. Los, rüber da. Ich finde, die Landschaft ist schon richtig, richtig schön gemacht auf jeden Fall. Nur schade, dass hier jetzt gerade keine neuen Pals rumlaufen. Halt, habe ich Wasserei schon geholt? Ja, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Egal. Wir fliegen weiter. Die haben wir auch schon. Die kennen wir schon. Die sind gleich Ruby, ne? Ja. Kennen wir schon.
Wo sind wir denn überhaupt? In welcher Richtung? Ja, wir fliegen mal hier weiter. Lass uns mal hier weiter gucken. Was noch Schönes kommt. Sieht auch, die Landschaft hier gefällt mir gerade richtig gut. Die ist zerklüftete. Mit den Schluchten, wo unten das Wasser durchläuft. Zip. Ich höre Wilderer. Oh, die sollen es aber erstmal egal sein. Wir fliegen weiter. Paar Fuaks. Oh, hier läuft mal wieder Marmorest rum. Lange keins gesehen. Könnten wir natürlich auch versuchen mitzunehmen. Dann kriegen wir nochmal seltenes Palöl. Das brauchen wir, glaube ich, für die ganzen Schusswaffen. Also für die Muskete haben wir es gebraucht. Ich glaube, für die nächsten Schusswaffen brauchen wir das dann auch. Ah, Schatzkiste. Sofort umdrehen. Sehr schön. Och, da drüben, Lagerfeuer. Da ist nochmal eine Bosskampfarena. Scheint aber nirgendwo ein Schnellreisepunkt in der Nähe zu sein. Und da ist auf jeden Fall entweder ein Wildererlager oder ein Dorf. Wir gucken nach. Was haben wir da unten? Dyerhaul. Lammball. Hier laufen nur die ganzen Anfangs. Hier Nightwing. Hier laufen wirklich nur die ganzen Startpals rum. Bis auf die hier. Aber alles andere sind die einfachen Startgebiet-Pals bis jetzt. Was haben wir denn da? Das ist ein Wildererlager. Und es sieht aus, wenn die nochmal so einen Feuerziegenbock gefangen halten. Komm mal durch hier durchs Gemüse. Ja, die sind doch alle vom Level so niedrig. Schieß. Oh, das ist cool. Das ist ja richtig gut. Wirklich so einen kleinen Flammenwerferangriff. Roms. So, komm her. Können wir nochmal rösten? Nee. Dann noch ein Feuerschuss. Hat auch gereicht. So, und jetzt du noch. Komm her hier. Achso, den schießt er nach vorne dann. Okay, dann aber den hier. Den finde ich super. Super Angriff. Haben wir das Vieh jetzt getroffen? Da hinten sieht so aus. Ne? Deswegen kommt es auch angestürmt. Roms. Alles klar. Einmal absteigen. Alles mitnehmen. Gibt auch wieder ein bisschen Munition. Und natürlich den Feuerziegenbock befreit. Komm raus. Und komm mit. Super. Haben wir. Vogel, kommst du zu uns? Blöd, dass es jetzt gerade dunkel wird. Weil wir uns ja irgendwo hier unterwegs nirgendwo hinlegen können. Aber da oben haben wir nochmal eine Schnellreise. Dann schalten wir die zumindest noch frei. Und dann können wir erstmal zurück, können uns hinlegen, damit wir ja Tageslicht haben. Und eine Megasphäre nehmen wir natürlich auch mit. So, ab nach oben. Ah, Liftmangel-Statue. Das ist natürlich ganz gut, im Dunkeln mal unterwegs zu sein. Weil diese Statue und alles sieht man auf unglaublich weite Entfernung schon. Dann leuchten im Dunkeln. Und auch mit nachts ja auch andere Pals unterwegs als tagsüber. Wir waren eigentlich noch nie wirklich nachts unterwegs. Vielleicht finden wir ja nochmal was, was wir noch gar nicht kennen auch. Eigentlich müssen wir sowieso noch jede Menge Pals. Es gibt noch jede Menge Pals, die wir gar nicht kennen. Es gibt ja über 100 Stück. Wir haben wahrscheinlich so um die 30, 40 verschiedene bis jetzt gefangen. Das heißt, da gibt es noch jede Menge Pals zu entdecken, die wir noch gar nicht gesehen haben. Hopp, so, kommen wir hier runter. Da läuft ein Tiefhand. Aber echt komisch, dass wir sind so weit in ein neues Gebiet reingeflogen. Und kein einziger neuer Pal bis jetzt. Aber egal, dafür haben wir Bosse uns geholt. Finde ich auch schon super. Einmal den Samurai-Boss und das Blitzeinhorn. Wo sind wir denn jetzt eigentlich unterwegs? Hier, wir fliegen. Ach, ich habe den Schnellreisepunkt nicht geholt. Da muss irgendwo einer sein. Den holen wir noch schnell. Warte mal, was ist das auf der Karte hier? Lunaris. Oh, sieht cool aus. Sieht richtig cool aus. Wird wahrscheinlich eine Arena sein. Ich schätze mal, der läuft nicht auf der Karte frei rum. 200. Da müssen wir noch ein ganzes Stück. Muss irgendwo außen am Rand hier sein. Nehmen wir auf jeden Fall noch schnell mit, die Schnellreise. Hoppala. Na, kurz warten, dass wir einmal wieder hochkommen hier. Wupp. So. Ach, guck mal, das ist doch schon eine. Den kennen wir gar nicht, Depresso. Es muss einer sein, der nur nachts rumläuft. Schieß mal drauf. Oh, wei. Nee, noch nicht. Oh, ach, jetzt habe ich gleich. Ach, Mist. Das war gleich eine Gigasphäre. Na egal, dann haben wir ihn auf jeden Fall gefangen. Depresso. Na komm.
Dich kriegen wir doch auf jeden Fall jetzt. Ja, Hammer. Was ist das? Das ist nur ein Fuak. Den kennen wir schon. Katibas kennen wir auch. Da unten wäre unsere Schnellreise. Die liegen überall die Rochen rum. Ja, tatsächlich, die Pender. Pennen im Schweben. So. Schnellreise einmal für uns. Yep, sehr schön. Ich würde sagen, wir bleiben ruhig mal ein bisschen nachts unterwegs. Warum nicht? Das sieht auch cool aus, ne? Was ist das wohl so mal da draußen? Oh, noch eine Liffmang-Statue. Nehmen wir auch gerne mal mit. Zack. Sehr schön. Und weiter geht's. Was ist das? Was bist du? Schattentechnikfrucht. Giftschuss. Aha. Wir finden einfach mal so in der Wildnis so eine Frucht. Finde ich ja mal cool. Eine haben wir ja schon mal gefunden. Aus dem Dungeon, ne? Hatten wir die bekommen, glaube ich. Die mit dem, wo wir dem, unserem Wasservieh noch einen neuen Angriff dazugeben konnten. Den Eisberg. Was leuchtet da oben? Ach, das sind die Rubies. Alles klar. So, da hinten kann man schon auf die... Oh, guck mal hier. Das ist wirklich super. Man kann die auf richtig, richtig schön weite Entfernung sehen. Die Statuen. Da lohnt sich da auch mal ein bisschen nachts unterwegs zu sein. Ein riesen Gumos! Ein Gumos-Boss. Spontan mutiert ist. Wie gut. Oh wei. Fast über den Haufen geschossen mit einem Feuerschuss. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein riesen Gumos. Spontan mutiert ist. Finde ich ja mal gut. Gibt auch nochmal einen Antikpunkt. Sehr cool. Spontan mutiertes Riesengumos. Warum nicht? Das ist das mal Morest, das da rumrollert. Warte mal, lass nicht die Liffmang-Statuen vergessen. Einmal runter hier. Die mitnehmen und die andere da oben auch noch. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel, aber eigentlich das Spiel finde ich nicht so super dunkel. Das sollte eigentlich auch im Video noch alles einigermaßen gut zu erkennen sein. Hoffe ich mal. Schatzkiste nehmen wir natürlich auch mit. Oh, hier so ein Dings haben wir auch noch nicht. So ein Tombat. Das ist ja das Vieh, was uns das allererste Mal, wo wir das allererste Mal dran gestorben sind. Das war ein Tombat, ne? In der ersten oder zweiten Folge. Der ist zwar jetzt nur Level 8, aber damit wir überhaupt mal einen haben, versuchen wir den zu holen. Mal sehen, wie stark unser Feuerschuss gegen den ist. Schieß. Schießt nicht. Warum schießt er? Ach, keine Ausdauer. Okay, geht. Sollte man mit einer Megasphäre jetzt bekommen. Komm her. Oh, was wieder da abgewehrt? Wow, der hat eine Megasphäre abgewehrt. Level 8 Vieh. Nicht schlecht. Aber wir haben ihn. Tombat taucht in unvermittelt vor anderen Pals auf und breitet stolz seine Flügel aus. Man vermutet, dass dies der Einschüchterung dienen soll. Aber so ganz kann man das bei der ekstatischen Miene, die es dabei zieht, nicht glauben. Okay, ein wenig exhibitionistisch, das Pal. Da haben wir noch eins. Aber es wird auch schon wieder hell. Die Nächte sind ja zum Glück auch nicht so lang. Komm her, du bleibst du hier. Dich wollen wir auch noch einfangen. Warum nicht gleich mehrere davon haben? Ich glaube, die haben auch richtig gute Eigenschaften. Hier haben wir keine... Moment mal ganz kurz. Da steht gerade eines unserer Pals ist am Verhungern. Wieso futtert denn der nicht automatisch aus dem Futterbeutel? Essen da nur wir automatisch draus? Ich dachte, alle Pals, die wir im Team haben, essen auch automatisch aus unserem Futterbeutel. Sieht nicht so aus. Alles klar, lass uns hier mal ein Stück weiter fliegen. Und dann sind wir aber gleich schon wieder in der Ecke, wo wir schon mal waren. Naja, wir kommen wieder zurück, wo wir schon mal waren. Der sieht sehr, sehr cool aus. Aber wir haben ja jetzt zwei neue Bosse. Wir müssen ja nicht gleich übertreiben und drei Bosskämpfe in einer Folge machen. Lass uns mal lieber da hoch. Da war ja eine Schnellreise. Dann können wir kurz zurück nach Hause. Dann können wir uns die Pals, die wir mitgebracht haben, auch einmal vernünftig angucken in der Palbox nochmal, was die so für passive Eigenschaften haben. Zopp. So. Geht das so mit dem auf dem Tier sitzend? Ja, cool. Ah, home sweet home. Zurück zu Hause. Na, läuft's hier? Alle fleißig? Ich hoffe doch. Okay, lass mal kurz gucken, was wir mitgebracht haben in den Taschen, was wir kurz rausräumen können. Hier auf jeden Fall das. Sonst haben wir für hier vorne... Was ist denn? Ach, das ist die Schattentechnikfrucht. Sonst haben wir für hier vorne nicht viel. Ein paar Metallbarren.
Rest können wir hier reinschmeißen. Das kommt noch hier rein. Das kommt noch hier rein. Das ist nur zum Verkaufen. Das ist auch nur zum Verkaufen. Okay, komm, Brot nicht. Das kann noch rüber. Dann haben wir nochmal ein Ei mitgebracht. Im Moment sind, glaube ich, 3 einfache gewöhnliche Eier drin. Ja, können wir auch gleich ausbrüten. Die müssten fertig sein. Schmeiß hier mal die Munition rein. Hier. Pass mal auf, das packen wir hier mal mit dazu. Diese Schattenfrucht. Saatgut. Ne, Moment, wir hatten doch eine Saat. Wo sind die? Ach, die habe ich draußen jetzt, die Saatgutkiste. Naja, die Saatgutkiste habe ich draußen. Weizen gehört hier auch nicht rein. Das ist für die Saatgutkiste. Das ist hier für die. Für unseren Eierkarton. 1, 2 rein damit und das auch. So, die anderen Sachen nach draußen. Du kommst hier rein. Das hat hier nichts verloren. Das verfüttern wir einfach kurz. Das essen wir auch nochmal schnell selber. Die Taschen auch schon wieder frei. Halt! Das kann dann noch hier rein. Stein und Holz in die andere Kiste. Dann kurz alles reparieren. Dann die Pals mal durchgucken, die wir mitgebracht haben. Du raus. Das ist zum Verkaufen. Soweit sieht's gut aus. Mal gucken, wie sehr unsere Ausrüstung gelitten hat. Ja, geht. Kostet aber auch nicht so viel. Ne? Bisschen Metallbach, ein bisschen Palium. Geht noch. So, warte mal hier. Die kostete gleich hochwertiges Palöl. Da warten wir, bis die mehr beschädigt ist, bevor wir da reparieren, damit sich's auch lohnt. Okay, lass mal kurz gucken. Wir haben mitgebracht 2 Tombat. Erdbebensicher, flink, bodenständig und ein Unkrautvernichter, Herbizid. Aha. So, zeig mal her, was kannst du denn? Auch nur Aussaat Level 1. Was kannst du? Transport, Sammeln, oh, Bergbau, alles Level 2. Nicht schlecht. Da können wir die noch glatt mal austauschen gegen... Hier, kommt mal so einer rein. Hier gibt es auch noch Flink, das ist doch super. Dann kannst du mal da rein. Dann haben wir den Depresso, was kann der? Handwerk, Transport, Bergbau. Und was kann's? Forstmeister, positive Gedanken. Sehr, sehr cool. Triblitz, Blitzstrahl, Lock-on-Laser. Und es gibt einen Sattel für das Vieh. Wie gut. Holzfällen und Stromerzeugung kann er Stufe 2. Den würde ich mir auch gerne nochmal genauer angucken. Komm mal kurz raus hier, dass wir uns den nochmal genauer angucken. Zack. Oh, wie cool, Leute. Gefällt mir richtig gut. Wo willst du denn hin? Bleib mal hier. Gefällt mir richtig gut, das Riesenpferd. Da brauchen wir wieder den Sattel für. Ja, das ist sehr cool. Sehr cooles Vieh. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Okay, lass mal gucken. Können wir den Sattel vielleicht sogar schon lernen? Wir haben auch wieder noch ein paar Technologiepunkte bekommen. Ja, hier. Ab Level 14 kann man den schon. Das heißt, der kostet auch gar nicht so viel. Gut, kostet 10 Elektrodrüsen. Sollten wir aber haben. Komm mal her. Den bauen wir noch schnell. Und dann, ihr Lieben, müssen wir auch schon wieder zum Ende dieser Folge Palworld kommen. Heute etwas kürzer und insgesamt vielleicht auch etwas hektischer, ihr Lieben. Es tut mir sehr, sehr leid dafür, aber heute ist mir ganz, ganz viel dazwischen gekommen, was meinen ganzen Zeitplan durcheinander geworfen hat. Und es ist schon viel, viel später, als es sein sollte. Und heute soll noch ganz, ganz unbedingt die erste ganz, ganz große XXL-Folge Nightingale kommen, damit ich endlich mal schaffe, ein Spiel auch zum Start aufzunehmen und nicht wieder hinten dran hänge, weil... ja, damit wir einfach auch mal von Anfang an irgendwo mit dabei sein können. Was wollte ich jetzt? Ein Sattel wollte ich, ne? Deswegen, ihr Lieben, ich bin auch wirklich ein bisschen durch den Wind heute. Ich hoffe, ihr seht es mir mal nach. Weil ganz oft ist es so, wenn ich solche Folgen mache, die so ein bisschen hektisch sind und so, und auch mein Kommentar vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit der beste ist, dass mich das im Regelfall sofort Abonnenten eigentlich immer kostet. War es jetzt bei jeder Folge, die ich so gemacht habe, wo ich merkte, es wurde hektisch, es wurde ein bisschen unruhig, ich habe mich vielleicht auch verhaspelt, nicht richtig gut kommentiert. Auch jetzt die Folge würde ich normalerweise sagen, eigentlich würde ich sagen, diese Folge kommt schon wieder nicht mehr durch meine eigene Qualitätskontrolle. Da bin ich schon wieder hart am Überlegen, ob ich sowas überhaupt hochlade, weil es einfach, weil ich zwischendurch einfach jetzt nicht so voll dabei war, sage ich mal, und etwas hektisch. Aber dann denke ich wieder, besser eine Folge bringen als gar keine Folge bringen, aber das ist eigentlich der falsche Ansatz. Entweder ist es eine sehr, sehr gute Folge oder man bringt lieber gar keine Folge. Nur ein Palworld ist auch das Problem, wenn man was gemacht hat, kann man es nicht rückgängig machen. Das heißt, wir haben jetzt 2 Bosse geholt. Da müsste ich irgendwie erklären, wo die plötzlich herkommen. Deswegen lade ich die Folge hoch, auch wenn ich sicher bin, dass sie mit Sicherheit nicht so gut ankommen wird. Dadurch, dass ich etwas hektisch unterwegs bin. Ah, sehr cool, Leute. Gefällt mir. Gefällt mir richtig. Das ist echt cool. Zeig mal her, was kannst du denn jetzt? Hier zeig mal deinen Triblitz.
Okay, dann machen wir was auf dem Boden. Dann der Blitzstrahl. Ist wahrscheinlich der mit dem Laserpointer, könnte ich mir vorstellen. Nee, das ist einfach der. Und der, ach, der Lock-on-Laser ist natürlich der mit dem Laserstrahl, wie der Name schwer vermuten lässt. Oh cool, wir haben ihn wirklich im Visier und schießen gegen den Baum. Alles klar, so viel zum Lock-on-Laser. Darf auch nichts im Weg stehen, damit es klappt. Blitzstrahl. Okay, die Angriffe haben auf jeden Fall dauern auf jeden Fall eine Weile, bis der loslegt. Jetzt aber nochmal hier. Oder nimm den. Boah. Wenn er trifft, trifft er aber gut. Vom Tempo ist auch super. Ich glaube, es wird, könnte jetzt schon unser neues, erstmal unser vorläufiges neues Haupt Landpal werden. Unser Landreitpal hier. Okay, Lieben. Wie gesagt, wir müssen zum Ende dieser Folge kommen, damit es heute irgendwie noch klappt mit Nightingale. Weil ich hatte eigentlich vor, wenigstens eine 2-Stunden-Folge Nightingale zu machen zum Start, damit ich auch ein bisschen mit den ganzen Livestreamern so ein bisschen mithalten kann, die wahrscheinlich schon gestern ihren ersten 6-Stunden-Stream gemacht haben und wahrscheinlich heute auch schon wieder seit 6 oder 8 Stunden dabei sind, das zu streamen, dass wir da zumindest ein bisschen mithalten können und ich zumindest mal ein bisschen auch ein paar neue Zuschauer ansprechen kann. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen, macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.